Mein Name ist Hanna Gefrill. Ich freue mich über Ihr Interesse an diesem Kurs. Wir planen im kommenden Jahr für alle, die, wo auch immer sie sind, sich für das Fach Hebräisch, für die Sprache Hebräisch interessieren, einen Online-Kurs zusammenzustellen. Ich freue mich über die hebräische Sprache, da ich als Alttestamentlerin über vielen Jahren hinweg gespürt habe, wie wichtig das ist, wenn ich die Bibeltexte in der Originalsprache lesen kann. Die hebräische Schrift ist eine sogenannte Quadratschrift. Das bedeutet, dass jeder Buchstabe in einen Kasten passt. Anfangs lernen wir das ganze Alphabet, auf Hebräisch Alephbet. Jetzt beginnen wir mit dem ersten Buchstaben Aleph. Wir lernen auch, in welche Richtung wir schreiben müssen. Für gewöhnlich beginnt man links oben, in dem Fall mit einem Querstreif nach unten und zwei geschwungene Haken. Da haben wir bereits den ersten Buchstaben geschrieben. Der Kurs wird so aufgebaut sein, dass wir Kurseinheiten hochladen. Jede Woche sollen Sie sich ungefähr 90 Minuten Zeit nehmen, um sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Der Vorteil ist, dass Sie das wirklich in Ihrer eigenen Zeit machen können und dass Sie beliebig wiederholen können, dass Sie nachhören können und sich in die Inhalte vertiefen können. Allerdings haben Sie auch die Gelegenheit, einmal im Monat am dritten Montagabend Ihre Fragen zu einer Live-Besprechung mitzubringen. Da werden wir in der Gruppe Probleme miteinander besprechen. Unsere Kursinhalte bestehen dann aus Grammatik, aus Vokabeln und immer wieder aus Hintergrundinformationen zur Sprache und zum Fach Alten Testament. Schließlich arbeiten wir darauf hin, dass wir natürlich auch gemeinsam Bibeltexte lesen. Das wird vor allem im zweiten Halbjahr immer präsenter und immer wichtiger werden. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ich hoffe, dass, wenn Sie sich für diesen Kurs entscheiden, dass Sie mit viel Freude auf diesem Weg in die spannende Welt der hebräischen Bibel und des Alten Testaments mitgehen werden.